deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vermögen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heilige Feindschaft von Gott und Westen, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischen Schieber fassen. Man will nicht wissen, dass wir in entschlossener Treue unseren Bundesgenossen sehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auf unsere Macht und Ehre verloren ist.